So, wir sind am Unboxing-Tisch. Ich habe mich entschieden, hier, dass wir da denn doch einzeln machen. Wir haben die Luna, die kleinere Variante, haben wir schon angeboxt. Jetzt nehmen wir den großen. Löst er nicht. Und zwar hat er eigentlich einen extra Namen? Office Core M2 heißt der. So wie es aussieht, weil der steht da. Office Core M2. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Muss mal gucken, nicht, dass ich den schon mal vorgestellt habe. Weil ich habe von Emet schon einige Sachen vorgestellt. So, was haben wir da? User Manual. Scheiß Fliege, ey. Hier kommt andauernd eine Fliege und setzt sie auf meinen Arm. Das nervt. Schönes großes Heft. Oh ja. Oh, das. Oh, geil. Oh, wie geil. Deutsch Seite 22. Ah, da kriegt gleich einen Orgasmus hier, ey. Oh, guckt euch das an. Man kann alles lesen. Man kann alles lesen, ohne dass ich ranzoomen muss mit Telefon. Also Foto machen muss und mit Telefon ranzoomen. Oh, endlich ein großes Heft. Das ist bei. Ja, können wir ja mal gleich Vergleich machen. Ich habe ja hier schon ein Unboxing gemacht. Das ist beim Kleinen nicht so. Da habt ihr wirklich eine kleinere Anleitung. Hier habt ihr eine schöne große. Und auch mit Bildern super erklärt. Alleine wegen der Anleitung schon die große. So. Hier ist auch dann das Heft für die Dongle. Das war bei der Kleinen auch mit bei. Dann, ja, das ist. Keine Ahnung, Support halt. Hier ist die. Ach, ist die clean. Ist die clean. Also ich habe gedacht, die ist größer. Also die ist hier aus Metall und sehr schwer. Und die ist, ja, hat ein bisschen Gewicht, aber mal gucken. Komm, nein. Ist doch nicht, jetzt will er nicht. So, jetzt. Der wollte hier nicht raus. Der Pinöbel. Deswegen konnte ich das nicht hochziehen. Oh, mein Döngelchen ist aus der Verpackung. Das war ich nicht. Also der Dongle ist hier auch ein Stück kleiner als bei. Wartet mal, ich mach mal das Heft weg. Machen wir mal. Ich leg die mal hier nebenbei hin. Also bei dem ist der Dongle größer. Hier ist der Dongle viel kleiner. Das werden wir im Hardware-Video, werden wir das auch genauer vergleichen. So, dann haben wir hier auch ein Klinkekabel, wo der, muss ich sagen, muss ein bisschen stabiler wirkt. Der wirkt ein bisschen dicker als bei dem. Gucken wir uns auch mal Hardware-Video genau an. Ein USB-C haben wir hier. Den habe ich nicht so im Kopf, ob der da dicker war. So, jetzt gucken wir uns den Lautsprecher an. Hier finde ich geil, dass man ein schönes Case haben. Das ist der wahrscheinlich der teurere. Oh, der sieht aber. Ah, mit Drucktasten. Also nicht so wie hier. Hier haben wir richtig Tasten. Hier haben wir ein Touchfeld sozusagen. Auch Klavierlack mit silbernen Icons. Sieht halt sehr schön aus. Auch hier außenrum soll es denn ja leuchten. Hat so ein bisschen so die Optik von einem Echo. Hier haben wir einen dünnen, schmalen Ring, Anti-Rutschring, aber den dafür komplett rum. Wir haben hier ein Mikrofon. Zwei, drei, vier Mikrofone sind ringsherum verteilt. Alle Sachen, also Anschlüsse, sind hinter einem Gummischutz verborgen. Wir haben hier auch wieder. Ein USB-C logischerweise Entschuldigung, für Strom. Zwei Klinkekabel, einmal, denke ich mal, Kopfhörer, einmal out. Ja, hier genau, hier ist out, hier ist in. Also einmal, der kommt zum PC sozusagen. Und hier haben wir noch ein Input, da könnte man dann,
ich weiß nicht, ein Headset, ein Mikrofon, ein Kopfhörer anschließen. Ich weiß es nicht. Müsste man mal nachlesen. Und das ist, denke ich, so ein Diebstahlschutz. Lock. Ja, das ist, scheint ein Diebstahlschutz zu sein. Hat. Der ist Plastik. Hier oben, das fässt sich aber ein bisschen kühlen. Das könnte vielleicht ein bisschen Metall sein. Macht einen wertigen Eindruck. Der macht natürlich ordentlich Gewicht, aber. Und der macht vom Design her, wirkt der ein bisschen altbackend. Das soll aber wahrscheinlich so sein. Ja, mit seinen schönen Knöpfen drauf. Und das ist dann halt so ein bisschen vom Style her die modernere Variante, würde ich sagen. Da bin ich mal gespannt. Und wir werden noch mal gucken, wie sie sich beide anhören. Mal gucken, wer dann halt mit mir testet. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kann ich dir eine Rudi dazu gewinnen. So. Und dann würde ich sagen, dann wartet für das Unboxing von, wartet, ich muss noch mal nachlesen, Office Core M2. Ja, da haben wir schon das Unboxing gemacht und wir werden uns im nächsten Video hardwaremäßig beide zusammen angucken und gleich mal vergleichen. Für wen we was wäre. Hier seht ihr auch, dass das hier bei dem leuchtet. Der ist halt ein bisschen grober. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.